Hallo, liebe Tremarella-Freunde und YouTuber. Ich stelle euch das TFT-Federkill-Set vor. Und zwar besteht dieses Set aus einer Faunfeder, aus einem Laufblei, einem Spezialgummistopper, einem Dreifachwirbel. Wichtig ist darauf zu achten, dass man die klassische Faunfeder mit 3 bis 4 Ringen fixiert, wobei auch die beiden äußeren relativ am Ende angesetzt werden müssen, damit sich die Montage nicht überschlägt. Das Wetter ist leider heute nicht ganz so gut. Zum Teichangeln ist es ja, ein bisschen schwierig, weil man weiß ja jeder bei Feuchtigkeit, dass der Teich dann, ich sag mal, ein bisschen klebt an den Fingern und so weiter. So, zusätzlich habe ich hier als Vorfach drauf, beziehungsweise einen Haken 22er, Serie 22. Fischen tue ich das Ganze mit der Trautfinder 3 und einer Vertikorolle. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Teich drauf. In dem Fall unser Plättchen blau-schwarz. So, dass er sich schön dreht. Hier in der Anlage ist das so, die Teiche sind so ungefähr 1,60 bis 1,80 Meter tief. Das heißt, wir ziehen dementsprechend die Faunfeder hoch, damit wir an die richtige Höhe kommen. Besonders wichtig ist natürlich auch, dass der Teich rotiert. Ohne Rotation so gut wie kein Biss. So, da wollen wir unser Glück jetzt mal probieren. So, dann schmeißen wir einfach mal geradeaus. Dann ist das wie bei den anderen Angelarten auch. Man lässt die Pose einmal mal kurz durchsinken, damit die liegt. Die Faunfeder hat den Vorteil, sie liegt sehr gerade auf dem Wasser. Kann man sehr gut durchziehen und dementsprechend fein ist die Bisserkennung. Da ist der Biss schon. In dem Fall, weil die Fische heute vorsichtig beißen, lasse ich ein bisschen länger ziehen. Und da hängt er auch schon. Mann, ist das heute gleich. Oh, Mann. Die zieht ja wieder doch. Und dann drehen wir den Fisch schön aus dem Schwarm raus. Und hier vorne im vorderen Bereich können wir ihn ruhig müde machen, damit die anderen Fische nicht zu unruhig werden. So, dann nehmen wir natürlich auch einen Kescher mit einem dementsprechenden langen Stock, damit man nicht so richtig so fehlen muss. Ja, so, da haben wir schon wieder eine schöne 400 oder 500 Gramm Forelle, die sehr stark war. So, da wir auf der Trautserie immer weitgerecht angeln, gehen wir hin, schlagen den Fisch zuerst tot, anschließend machen wir den Herzstich und dann lösen wir den Haken. So, hier haben wir wieder eine schöne Forelle erlegt. Follow the orange way. Ciao.